Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Amnesia The Collection. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir waren ja genau letztes Mal hier stehen geblieben. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was wir als nächstes tun müssen. Das ist ja bei Amnesia immer so eine Sache. Ich kann an der Kurbel nicht mehr drehen. Also wie ihr seht, ich kann da nichts machen, oder? Oh doch, ich kann was machen. Ich kann sie doch wieder zurückdrehen. Da passiert aber nichts. Jetzt ist die Sache, ob ich da irgendwas ranhängen muss. Warte mal, kann ich das Fleisch da ranhängen? Ah, gut. Das hat schon mal funktioniert. Die Lampe werde ich mal kurz wegpacken. Denn wir haben leider kein Öl mehr, wie ich sehe. Und nur noch 4 Streichhölzer. Das ist die Frage, muss ich das klebrige Teer damit dran machen? Ich guck mal ganz kurz. Ne, anscheinend können wir damit gar nichts mehr machen. Gut. Dann werde ich mal ganz kurz das Fleischstück jetzt nochmal nach unten lassen. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich konnte gerade gar nicht erzählen. Ja. Reste aufgehoben. Ja, ich weiß nicht genau, wie gesagt, für was wir das brauchen. Und ich weiß auch nicht, wie viel wir noch zu tun haben. Müssen wir jetzt das Gegenmittel herstellen? Ich weiß es nicht. Ich bin etwas verwirrt. Wie ich es immer bin. Okay, das sieht aus wie... Okay, also anscheinend wollte jemand umgebracht werden, aber der Baron hat sich dafür nicht entschieden. Oh Mann, ey, wirklich. Cataloni. Was ist denn hier passiert? Ich sehe auch ein bisschen komische Sachen gerade. Komm, nimm das. Danke sehr. Oh mein Gott. Ja. Also ganz ehrlich, das ist krank. Oh, ich habe ein Stück einer Kugel aufgenommen. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in die Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Ja, das war ehrlich gesagt damals eine Maßnahme, um sie auf bestialischste Art und Weise zu töten. Und das ist nicht mal ein Witz. Also, das gab's wirklich, ja. Ich sehe nichts. What? Okay. Ich hoffe, es gibt irgendwo Öl, weil das Problem, was ich jetzt habe, ist ja folgendes. Ich habe fast kein Öl mehr. So, und da oben geht's auch noch lang. Erstmal gucken, ob hier irgendwo... warte mal, ich gehe erstmal nach oben. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Öl mehr habe, dann bin ich aufgeschmissen.
Ich kann zwar im Dunkeln sehen, weil ich ja mein Aufnahmegerät ein bisschen rumgespielt habe. Also ich kann jetzt fast genauso gut sehen wie ihr. Hallo? Geh mal bitte nach oben. Danke sehr. Boah, was ist... Ist das der Baron? Ist das der Baron, wollte ich eigentlich fragen. Oh, das sieht alles so bekannt aus gerade. Okay. Wir haben schon mal ein paar Sachen gefunden. Und zwar, ja, Knochen, der mit Schleim bedeckt ist. Dann haben wir auch ein Stück der Kugel. Und ich habe eine Schnur. Und ich habe Öl gefunden. Oh yeah. So. Da ist noch so ein Ding, was wir gleich aufnehmen können. Ich weiß nicht, ob ich es selber lesen muss. Das werden wir gleich sehen, hören, etc. Und da ist noch ein Zettelchen. Ich glaube, den gucke ich mir als erstes an. Notiz zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht. Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehen um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuleiten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung... An das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen. Dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Alter Falter, also... Die Entwickler haben sich hier schon was echt Krankes einfallen lassen. Aber man muss auch sagen, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht, ja? Also man hat früher tatsächlich die Leute extrem stark leiden lassen. Gerade im Mittelalter, das war ja Folter schlechthin, was man da gemacht hat. Das sah gerade so komisch aus. Okay, ich lese das erstmal oder fasse es an. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf ein Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Okay, sehr interessant. Also der Baron sieht schon so ein bisschen... Also wenn es der Baron ist, ja, dann sieht es ein bisschen komisch aus. Muss man ja ehrlich gesagt mal zugeben. Und die Geschichte entwickelt sich immer mehr zu so einem richtig kranken... Scheiß, mal ganz ehrlich. Also nicht, dass es schlecht wäre, sondern... Es ist schon echt krank, was hier in dem Spiel... alles passiert. Wow. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked.
don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Ja, also ich meine, ich kann ja verstehen, dass der Baron halt die Leute, ja, gewissermaßen ihre Schuld, ne, mit irgendwas. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall merken wir langsam, dass es ziemlich krank ist, das Spiel. Wow, da ist schon wieder eine nächste Foltermethode und das ist richtig, richtig krank. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist, aber also, man muss sich das so vorstellen, ja, dass der Mensch darauf so gesehen gestanden hat oder gesessen hat und die Schwerkraft hat ihn nach unten gedrückt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn die Schwerkraft obsiegt, ne? Also, das ist krank. Ganz ehrlich, krank. Aber auf sowas Kreatives kommen halt nur Menschen. Aber nicht auf die positive Art und Weise. Aber hier müsste doch irgendwo noch ein Stück der Kugel sein. Alter Falter. Jetzt bin ich am Überlegen. Es fehlt ja nur noch eine Tür. Aber was wird wohl passieren, wenn ich die auch noch... Oder wenn ich da reingehe? Ich muss mal gucken, wie mein körperlicher Zustand ist. Und mein geistiger. Weil ich drehe langsam durch. Gut, ich werde mal ein bisschen Laudanum nehmen. Okay. Der Kopf dröhnt trotzdem weiterhin. Ich kann wetten, wenn ich alle Stücken einer Kugel habe, ja, die muss ich in Teer tunken bestimmt. Oh, what? What? Was ist denn das? Oh, das sieht auch richtig räudig aus, mal ganz ehrlich. Oh ja, das ist auch räudig. Das sieht nicht nur räudig aus, ich glaube, es war auch räudig. So, die Frage ist jetzt, warum ist denn hier ein Schrank? Oh nee, ey, ich hab ein schlechtes Gefühl, wenn ich das jetzt mache. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Kurbel drehe, ja, dann wird doch bestimmt irgendwas passieren. Auch nicht. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihren Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Oh. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Oh mein Gott, ey. Also wenn man schon da überlegt, ja, was der Mensch einfach alles sich für kranken Mist hat einfallen lassen, das ist einfach nur heftig. Wow, what? Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert. Aber sieht er das? Der Nebel geht irgendwie nach unten. Okay. Wir haben 3 Stücke einer Kugel. Und 6 brauchen wir. Jetzt ist die Frage, was ich mit diesen Knochen und so machen muss. Es kann natürlich auch sein, dass ich den... diesen Trank oder so, die der Mann haben wollte, damit herstellen kann.
Also ehrlich, das ist so, boah. Also ganz ehrlich, das ist schon richtig, richtig komisch. Also wir haben ein paar Gegenstände gefunden, wo ich nicht weiß, was wir damit anfangen sollen. Ich bin ja erstmal nur... You seem to have all the orb pieces used in the transfer. Go to the choir and find the rest. Okidoki. So, wir wissen jetzt, die restlichen Kugelstücke können im Altarraum gefunden werden. So, wenn ich jetzt das Tunikum den Mann gebe, ich weiß nicht, ob er dadurch doch stirbt oder ob er dadurch zum sehr gefährlichen Gegner werden könnte. Ja, du hast recht. Weil ich habe langsam die Vermutung, dass der nachher ja zu uns unterwegs sein wird. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Aber ja, keine Ahnung, das habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl, ne? Okay, da sind wir zum Altarraum. Genau da müssen wir ja hingehen. So, jetzt ist die Frage. Wie fügen wir die Kugel zusammen? Müssen wir die selbst zusammenlegen? Oder reicht es, wenn ich die in Teer reinlege? Das, was mich auch so ein bisschen stutzig macht. Nee. Aber auf jeden Fall kann es nicht mehr lange dauern. Oh mein Gott. Oh, was passiert wohl, wenn ich da anfasse? So, ich werde jetzt erstmal ganz kurz... Weil hier ist ja noch keine Kugel, ne? Ist einfach wieder für so eine Art Ritual. Oh, what? Habt ihr das gerade gehört? Also ganz ehrlich, ne? Satanische Zeichen. Oh. Da haben wir was zum Lesen. Ich gehe erstmal zur anderen Seite. Ne, obwohl, können wir auch erstmal lesen. Soll der Quatsch. 15th August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry! Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Pick the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Pick the man, cut the lines, pick the man, cut the lines. Leave the man cries. Now you see. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Wow. Alter, Leute, das Spiel wird jetzt lange richtig krank. Ist Daniel eventuell derjenige, der an allem Schulden hat? Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Oh, holy moly, was geht denn bitte ab? Also Daniel, also den Charakter, den wir spielen, ja, der ist selber nicht ganz sauber am Kopf gewesen, weil er hat ja die Drecksarbeit für Alexander unternommen.
Und alter Falter, ey. Ja, okay. Ich überlege jetzt mal was, weil... Das geht nicht. Können wir das mit der Schnur machen? Eine starke Schnur aus Hanf. Ja, den Teer kann ich bestimmt nicht nehmen. Ja, dass das nicht geht, ist mir schon klar. Okay, es hätte ja sein können, dass wir schon irgendwas machen hätten können. Aber es geht gerade nicht. Schade eigentlich. Oh mein Gott. Ihr seht ja, er hat auch das Zeichen. Jetzt ist nur die Frage... Was wir zu tun haben. Also Daniel, ganz ehrlich, du warst selber auch ein bisschen krank, das steht fest. Ich hoffe, wir kriegen die letzten Kugelstücke, weil wir sind ja so gut wie am Ende. Ich weiß, dass ich ein Tunikum herstellen kann, ich weiß bloß nicht mehr wie. Ich muss irgendwo hingehen, das weiß ich noch. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Also ganz ehrlich, das Spiel ist wirklich verdammt krank. Also ich meine, ich dachte ja, es kann nicht noch schlimmer werden. Aber doch, es kann. Oh, hier sind hier sind ein paar Knochen. Und Pflanzen, die gedeihen. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Oh, da ist schon wieder was, was nach Folter aussieht. Ach du! Heiliger Bimmidi-Bam! Der Fälscher stand völlig still, der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet, sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er schließ sich am Knie und fühlte, wie das Blut seinem Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Körper leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Ja, auf jeden Fall haben die Entwickler anscheinend auch so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Weil, ja, wie gesagt, diese Foltermethoden gab's alle. Und auch dieses Gerät hier gab's. Aber holla die Waldfee, das ist schon echt krank, ne? Auf was die Leute damals gekommen sind, um Menschen halt Schaden zuzufügen. Ich meine, selbst heute gibt es ja sehr heftige Foltermethoden. Ist einfach nur traurig, dass ein Mensch sowas machen muss. So. Ja, ich wollte eigentlich alle drei Kugelstücke noch finden. Oder es sind ja nur noch zwei. Und ich muss sie ja dann auch nur noch zusammenfügen. Das Problem ist nur, die Zeit, ne? So, wartet mal. Ich gehe jetzt einfach mal querbeet ein hier.
Das ist eine sehr merkwürdige Brücke. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hier reingekommen bin. Oh nö. Oh, das hört sich ja richtig krank an. Ein bisschen Öl und Zünder. Scheint eine Riese oder irgendwas zu sein. Nicht, dass euch wundert, dass ich so häufig mich hin und... Boah. War das gerade ein Bug? Was war denn das? Ich muss mal gucken, ob das ein Bildfehler war. Aber das sah gerade richtig strange aus. So, da ist noch eine Tür. Und ich glaube, das letzte Teil machen wir dann beim nächsten Mal. For keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Boah, Alter, das ist richtig übel. So, 5 Teile haben wir denn schon mal. Boah. Ja, das ist auch richtig schlimm gewesen. Das Rad. Und dann hat man natürlich eingedroschen, ne? Also wir haben einiges gelernt. Und glaubt mir mal, wenn ich euch sage, die Geschichte ist noch ein bisschen schlimmer. Das ist schon wieder ein Fehler gewesen. Ganz kurzzeitig habe ich da was gesehen. Sah aus wie eine Person oder sowas in der Art. Okay, Leute, mir fehlt nur noch ein verdammtes Teil. Und dann heißt es geschafft. Das Problem ist jetzt, wo ist das letzte Teil? Weil dann kann ich hier rausgehen und schnell die Kugel bei der nächsten Folge dann zusammenfügen, wisst ihr? Okay, es sieht so aus, als ob ich hier noch nicht war. Was ist das? Der Verräter wusste nicht, was er von den Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder. Dann bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenden Bullen brüllen hören. Oh ja, das ist richtig. Oh nee, ey. Also das war auch schon so richtig krank hier. Das Problem ist aber, ich hätte... So, schnell nur noch rausgehen und dann, die Kugeln zusammenfügen.
Aber das mache ich, wie gesagt, beim nächsten Mal. Nee, das ist falsch. Versteck dich und warte. Oh, was für ein geiler Tipp. Oh. Mir geht's richtig. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt richtig sind, weil ich hätte hier sonst nie rausgefunden. Yeah, das ist gut. So Leute, ich werde mir jetzt nur noch einen sicheren Punkt aussuchen. Und zwar genau hier. Ja Leute, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich denke mal, dass wir uns jetzt so ziemlich nah am Ende befinden. Es sollte also nicht mehr lang sein. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss.